Ja, mein Name ist Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus. Ich bin im UVB-Verfahren zu S1 Schwechat-Süßenbrunn, besser bekannt als Laubautobahn, so eine Art Koordinator der Umweltseite, sprich der Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen, die hier in diesem Verfahren seit mittlerweile 7 Jahren mitwirken, seit die Öffentlichkeitsbeteiligung begonnen hat. Es ist ein sehr, sage ich mal, forderndes Verfahren und man verliert ein bisschen den Kontakt, sage ich mal, oder es ist eine eigene Welt und die meisten Menschen, auch welche hier in Essling, die betroffen sind, bekommen nicht mit, was da wirklich passiert. Lesen Massenmedien, in den Massenmedien kommen wir zwar auch vor, haben aber doch andere Personen, die Hegemonie, meistens Politiker, Regionalpolitiker von Wien und vom Bezirk Donaustadt, die eigentlich weder zuständig sind für dieses Bundesprojekt noch mit dem Verfahrensakt vertraut, aber die ihre Desinformation verbreiten. Und die heutige Veranstaltung, die von der Bürgerinitiative Rettete Lobau hier ins Leben gerufen worden ist, dient dazu, einmal den Weg hinaus zu gehen und einmal der interessierten Bevölkerung einmal die Gelegenheit zu geben, dass man sie ein bisschen heranführt an den Wissensstand. Was das Verfahren betrifft und was das Projekt jetzt eigentlich bedeutet, gibt es eine Verkehrsentlastung oder nicht, was sind die Auswirkungen auch auf den unmittelbaren Nahbereich hier. Dazu ist auch ein Lärmexperte, der Diplom-Ingenieur Hahn hier und wir versuchen ein bisschen was zu präsentieren und ansonsten halt auf die Fragen und Wünsche und Bedürfnisse der Besucherinnen einzugehen. Dankeschön. Ja, es geht um die Lobau, die wir alle gut kennen. Wie geht man vorwärts? Okay. Eben das ist die Bürgerinitiative, die der Veranstalter ist. Hier ist eine Autobahn geplant, die S1 Süßenbrunn beschwächert, so heißt sie offiziell. Die Gesamtlänge ist 19 Kilometer, davon sind 8,2 Kilometer als Tunnel geplant. Laut der Aspener Krombitsch gibt es da eben als geplanten Punkt Baubeginn 2019, das halten wir für höchst unrealistisch. Und die Fertigstellung halten wir für ebenso unrealistisch. Und wie gesagt, durch den gleichzeitigen Baubeginn wird es sicher super mühsam für alle, die hier wohnen. Das ist einmal ein Überblick über das Ganze. Was hier geplant ist, es ist eben nicht nur die S1 Autobahn geplant, sondern auch eine S1 Spange Richtung Seestadt und eine Stadtstraße, eine sogenannte, die aber auch Dimensionen einer Autobahn haben wird, Richtung Alter Südosttangente A23. Weiters ist geplant die S8 Machfeld-Schnellstraße. Das ist in der Grafik hier der obere Strang, den Sie jetzt planen umzusetzen. Die S1 ist Teil einer internationalen Transitschneise, der TEN25. TEN steht für Trans-European Network, also eine Schwerverkehrsachse. Hier sieht man die Flächengrafik, da gibt es einen besseren Ausdruck da drüben, wenn Sie den vielleicht dann nachher im Detail anschauen wollen, weil so ist das nicht so wirklich gut zu sehen. Das sind diese schönen, aufbereiteten Grafiken, die die Asfinag zeigt, wo sie so tut, wie wenn nachher alles grün und toll wäre. Wir zweifeln das an, dass dort nachher so ausschauen wird. Das ist eben das Nordportal, den Reitstall links im Bild kennen Sie wahrscheinlich und das Autokino. Das ist, so wie Sie es jetzt planen, eben als doppelröhriger Tunnel mit alle 500 Meter eine Verbindung zwischen den Tunnelröhren, wo man von der einen in die andere kann. Ursprünglich war das nur alle 250 Meter, dann wurde der Abstand auf 500 Meter erhöht. Ja, man sieht, wie im Moment im Norden Wiens noch nicht so viel Verkehr kommt wie im Süden. Das Ganze wird laut Asfinag bezeichnet als ein Regionenring. Wir sehen das eher als Teil einer internationalen Transitschneise, eben dieser TEN25. Nochmal die Überblicksgrafik. Hier nochmal der ganze Nationalpark Donauauen, links im Bild. So, jetzt muss ich das ausblenden, hier
sehen Sie, wo der Durchwall, nämlich an der breitesten Stelle vom Nationalpark Donauauen. Und der Blick auf die Grafik zeigt auch, dass es nicht möglich ist, mit dieser Autobahn weiter hinaus zu wandern Richtung Osten, weil auch dort ist Nationalpark. Wo auch immer Sie die bauen würden, Sie wären damit im Nationalparkgebiet. Es wird auch gefragt, warum machen Sie keine Brücke? Hier im Bild sieht man ein Foto von der Donaubrücke Dreismauer, Stelzenautobahn in 17 Meter Höhe. Ja, nur so hat es dann dort ausgeschaut. Von dem Natura 2000 Gebiet ist nicht sehr viel übergeblieben. Das waren die Bauarbeiten. Ja, die Tunnelröhren sind 15 Meter Durchmesser, also riesig, soll gemacht werden mit Schildvortriebsmaschinen, die aber noch größer sind wie die man vom U-Bahn-Bau kennt. Und was man hier im Bild sieht, dass eigentlich parallel zur alten Südosttangente, die diese Autobahn entlasten soll, wie die Ausführung behauptet, gäbe es eigentlich die Schnellbahnlinie S80, die in Wirklichkeit schmählich vernachlässigt wird und unserer Meinung nach aber die ideale Entlastung für die Südosttangente wäre. Österreich hat jetzt schon, das sieht man schlecht, 2200 Kilometer Autobahn. Wir meinen, das ist genug. Wir waren lange im Autobahnkilometer pro Kopf an der dritten Stelle. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ist, aber wahrscheinlich auch sehr weit vorne. Genau, der Schuldenstand der ASFINAG ist durchaus saftig und soll, also im Moment sind wir bei 11,62 Milliarden und der soll noch weiter wachsen. Der ASFINAG gehört zu 100% dem Staat, das heißt uns allen, das heißt, was die ASFINAG an Schulden hat, sind die Schulden von uns allen. Wie viel die Autobahn kosten würde, da gibt es immer von der ASFINAG sehr mickrige Zahlen, weil sie behaupten immer noch, dass sie jetzt mit 1,9 Milliarden auskommen würden. Wir sagen, das ist ganz sicher nicht möglich. Wir gehen eher von 3 bis 4 Milliarden Euro aus. Und da muss man sich überlegen, was man mit diesem Geld eigentlich alles machen könnte. Nämlich würde man das Geld jetzt, diese 3 Milliarden, investieren in andere Sachen, zum Beispiel Bildung, zum Beispiel Forschungsausgaben, würden damit wesentlich Besseres, wesentlich Gescheiteres möglich sein, umzusetzen. Diese Zahlen sind von einer IHS-Studie, also vom Institut der höheren Studien. Und wir sagen, hier wird Geld verbrannt und das ist wirklich viel zu schade.